Was geht vor der Sonne und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play World of Warcraft. Und ich habe wieder ein bisschen weiter gelevelt. Und ich glaube, ich muss hier einfach nur mit dem NPC reden. Ich werde das einfach mal machen. Natürlich lese ich alles. Ja, moin. So, Quest abgeschlossen. Bams, Instant 3, 8K EXP. So, 8K EXP, gutes Stichwort. Also, ich habe ein bisschen weiter gelevelt. 57 aktuell mit 45%. Wir kommen der Sache schon echt sehr nahe. Also, bis 70 ist nicht mehr ganz so weit entfernt. Und ich bin jetzt, ich muss gerade mal gucken, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Okay, ich glaube, ich muss hier hinten hin. Kann ich da hinlaufen? Stimmt. Ich kann bestimmt reiten. So. Es ist wie gesagt nicht mehr ganz so weit hin bis Level 70. Ja, der Char macht sich so allmählich. Letztens im Livestream hat man mir auch mal erklärt, wie der Frostmage so richtig funktioniert. Ja, moin. Nee, Spaß beiseite. Wobei, das war kein Spaß, tatsächlich, weil ich jetzt seit dem letzten Wochenende, also in der letzten Folge, habt ihr auch wahrscheinlich schon gesehen, dass ich ein bisschen anders mit den Skills umgehe und sowas. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an denjenigen, der mir geholfen hat. Ich habe den Namen gerade nicht parat. Aber ja, liegt auch eigentlich mit daran, dass ich mich da nie wirklich richtig mit beschäftigt habe. So, es geht sich heute um EXP im Großen und Ganzen. Denn seit dem letzten Patch hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe ja, im Internet so ein bisschen nachgelesen und so. Also tatsächlich wurden die EXP, die man braucht für ein Level Up, wurden angepasst. Die muss ich töten. Nice. So, die wurden angepasst. Das heißt, man braucht jetzt tatsächlich etwas länger für ein Level Up, XP-technisch gesehen. Also mehr EXP für ein Level Up. Und habt ihr gesehen, was ich plötzlich für Damage raushau? Übel, ne? Nice. Ja, man braucht mehr EXP für ein Level Up, aber die EXP haben sich auch ein bisschen geändert, beziehungsweise das Questen hat sich etwas verändert. Und zwar sieht das wie folgt aus. Wir haben, ich kann es gleich auch gerne nochmal zeigen, auf der Karte haben wir jetzt alle Levelgebiete oder fast alle Levelgebiete, die bis Level 60 gehen. Das heißt, wir haben nicht mehr... Oh, wieso Kasten? Egal. Wir haben jetzt nicht mehr beispielsweise Levelgebiet, boah, keine Ahnung, 10 bis 15 oder 25 bis 30 oder 20 bis 30, keine Ahnung. Sondern wir haben jetzt tatsächlich, ich zeig's mal eben, kurz irgendwo safe gehen. Ja, das hat richtig gut funktioniert. Ich habe schon eine Aggro gezogen. Komm, ich mach den eben schnell noch hier. Bam, bam, bam. Ein Proc wäre jetzt geil. Also das hier so ein Skill Proc, meine ich. Klappt aber nicht. Immer wenn man es will, klappt es nicht. Nice, Vorführeffekt. Da ist er. Da ist er Proc. Aber ich brauche ihn jetzt auch nicht mehr. Egal. So, wenn ich die Karte einmal aufmache, sieht man hier, wenn ich rauszoome, also hier in Kalimdor und das Ganze gilt auch für östliche Königreiche. Gehen wir jetzt einfach mal Kalimdor rein. So, jetzt haben wir hier oben Levelgebiete 40 bis 60. 10 bis 60, also tatsächlich, also man levelt jetzt in diesem Gebiet nicht von 10 bis 60, wenn man dieses eine Gebiet durchquestet, das, da werden die Quests wahrscheinlich nicht reichen, sondern es ist einfach so, dass man in diesem Gebiet bis Level 60 leveln kann. Das gleiche gilt hier nicht, das ist von 80 bis 90, hier aber wieder 10 bis 60, 15 bis 60, 20 bis 60 und so weiter. Also alles bis Level 60. So, das hat den Vorteil, man kann ganz easy, auch im Startgebiet, wenn man jetzt zum Beispiel Level 50 ist, kann man einfach ins Startgebiet gehen. Vorausgesetzt, man hat die ganzen Quests, die da sind, noch nicht gemacht. Dann kann man da einfach weiter leveln. Ihr werdet euch jetzt fragen, was? Wie soll das denn gehen? Du verarschst uns doch, Zocker Imperium. Nein, true story. Ich bin jetzt hier auch gerade in, ja, in so einem Levelgebiet von 10 bis 60 und ich habe Stufe 57. Also ich bin gerade quasi kurz vor 60 und ihr habt eben ja schon gesehen, ich habe 8000 Erfahrungspunkte gekriegt für eine Quest. Das war so eine Puppels-Quest, ne? Also
irgendwie kurz durch so ein Portal springen, einen kurzen Dialog anhören und fertig. Das ist, wie gesagt, das Geile an der ganzen Geschichte. Denn meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach sind die Quests in dem Startgebiet sind natürlich immer unglaublich einfach gestrickt. Ne? Also irgendwie mal ein bisschen da was töten oder jetzt letztens hatte ich ja auch, vorgestern als ich gespielt habe, irgendwelche Feuer löschen, brennende Goblins löschen, weißt du, nur so Kleinkram eigentlich, ne? So, und das macht das Ganze halt so geil, in meinen Augen, dass ich einfach ins Startgebiet gehen kann und da einfach leveln kann. Das heißt, ihr müsst nicht mehr so extrem, ach, den muss ich gar nicht töten, egal, jetzt habe ich schon gecastet, ihr müsst jetzt gar nicht mehr so oft dann die Levelgebiete wechseln und sowas. Das spart natürlich ein bisschen Zeit ein und am Ende vom Lied braucht man entweder genauso lange oder es geht vielleicht sogar ein Ticken schneller, was das Leveln bis auf jetzt 60 zum Beispiel angeht. Vorher, falls jetzt hier gerade ein ganz, ganz neuer Spieler zuguckt, der das Prinzip von vorher noch gar nicht wusste, erkläre ich an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz. Vorher war es letzten Endes so, dass man hauptsächlich mit den Dungeons gelevelt hat. Beziehungsweise, das ist jetzt schlecht gesagt. Und zwar, es war eine nette Alternative, mit den Dungeons zu leveln. Dazu ist man hier einfach auf den Dungeon Browser gegangen und hat sich hier einfach eine Classic Dungeon rausgesucht, eine Gruppe als Tank oder als Healer. Geht das eigentlich immer relativ zügig, man hat da schon sehr schnell einen Invite gekriegt. Und wenn man jetzt als DD unterwegs war, DD steht für Damage Dealer, ja moin! Dann konnte man in der Zeit, wo man halt dann in dem Gruppenfinder drin war, das heißt, dass das System nach einer Gruppe gesucht hat, beziehungsweise nach einem Tank, DD und Healer, whatever, gesucht hat, in der Zeit konnte man dann anfangen zu questen und so hat man dann ja an für sich den perfekten Ausgleich gehabt zwischen Questen und Dungeons laufen. Also man hat ein bisschen gequestet, wenn der Invite kam für den Dungeon, dann ist man natürlich da reingegangen, hat in der Gruppe ein bisschen gehauen und hat dann natürlich gute XP bekommen, A durchs Questen und B durch den Dungeon. Ja, man kann jetzt natürlich auch nochmal durch den Dungeon laufen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe gelesen, dass die Monster jetzt auch speziell in den Dungeons, dass die jetzt mehr HP haben, also dass das Ganze ein bisschen länger dauert und es sich deshalb ja am Ende des Tages quasi nicht so extrem lohnt. So, also im Vergleich zu vorher. Weil, wie gesagt, der Killspeed ist geringer, die Erfahrungspunkte, die man für ein Level-Up braucht, sind höher geworden und lasst mich lügen, aber ich glaube, gelesen zu haben, korrigiert mich, wenn es falsch war, dass die XP gleich geblieben sind, die man im Dungeon bekommt. Beziehungsweise, das habe ich gelesen, lünscht mich nicht, wenn ich falsch liege. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ich falsch gelegen habe. Um das Ganze einmal klarzustellen, dann pinne ich das einfach oben an und dann ist alles gut. Ne? Nicht, dass es danach heißt, nee, der erzählt nur Mist. So, ja, wie geht es jetzt weiter momentan bei mir? Also Questen, muss ich sagen, im Anfangsgebiet. Chuck Güzel AMK. Nee, läuft richtig fluffig. Also habe ich richtig Bock drauf. Dazu muss ich dann auch sagen, dass ich das alles in dem Startgebiet, jetzt beispielsweise im Startgebiet, also ich sage jetzt mal Startgebiet in Anführungsstrichen, weil das ist jetzt hier so eine Newbie-Zone, ne? Da passt sich natürlich auch alles einfach an. Wenn ich jetzt hier mit, die muss ich auch töten. Siehst du? Wäre ich fast dran vorbeigeritten hier. Geritten, gelaufen, gesprintet. Da passt sich alles an. Also wenn ich jetzt hier mit Level 13 hingegangen wäre, dann wären die Monster auch dementsprechend low. Wenn ich jetzt aber hier mit Stufe 57 hingehe, dann seht ihr, haben die auch schon gut HP, ne? Also, ich kann jetzt hier gerade mal einen anpinnen. Den hier, der hat 9500 HP. Der hätte mit Sicherheit etwas weniger HP gehabt. Und also ich brauche auf jeden Fall gut ein paar Schläge, um den down zu kriegen. Das wäre jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt hier mit Level 17 hingegangen wäre, dass ich da jetzt
keine Ahnung, 600 Schläge draufhauen müsste oder so, sondern es wäre halt ähnlich. Alles passt sich dem Level entsprechend an. Die XP, die man bekommt, die HP, die das Monster hat, Verteidigungswerte, Angriffswerte, alles mögliche und letzten Endes auch die Quest-XP, die man bekommt, die Quest-Belohnung, auch generell, klar, das heißt, wie viel Silber du kriegst oder Gold und auch die Items, die du kriegst, die sind auf deinem, ja, die sind levelbasiert. Du kriegst jetzt nichts, was irgendwie, keine Ahnung, für Stufe 17 dann jetzt in dem Fall wäre. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo ein Item kriege, dann ist das tatsächlich auch für meine Stufe ungefähr. Ja, das so als kleinen Info-Input. Und für diejenigen hoffe ich natürlich, dass ich denjenigen, die keine Ahnung davon haben, wie sie leveln sollen oder so, jetzt leveln sollen, wie es am besten geht, dass ich da vielleicht ein bisschen geholfen habe. Wie werde ich jetzt erstmal weitermachen? Ich werde jetzt erstmal weiter questen. Wie gesagt, da habe ich momentan echt Bock drauf in diesem Low-Level-Gebiet. Weiter questen. Das ist kein guter Übergang. Das ist kein guter Übergang. Egal. Mein Kontostand beträgt aktuell 509 Silber. Gold. Silber, ist klar. Das mache ich ja immer ganz gerne. Mal kurz in der Folge erwähnen, wie viel Money ich habe. 509. Bekommen durch Questen quasi. Questen, Sachen verkaufen und Dungeons laufen. Also was Gold angeht, kann ich mich jetzt momentan nicht beklagen. Dazu muss ich aber sagen, dass ich mit Level 60 höchstwahrscheinlich... ich denke gerade, warum vibriert das hier so? Das ist aber wegen dem Monster, was da entlang gelaufen ist. Dazu muss ich sagen, dass ich mir mit Level 60 wahrscheinlich den ersten Flugskill holen werde. Einfach damit es ein bisschen... ja... bisschen schneller geht, auch beim Questen, ne? Also man ist da etwas schneller unterwegs. Ich hab's ja immer so mit meinen Klippen, wenn ich da irgendwo über einen Berg muss und der Weg ist, dann drumherum laufen. Ich hab's da nicht so wirklich mit. Ich laufe dann immer irgendwie 10 Minuten gegen den Berg und versuche da irgendwie hochzukommen und ich sehe einfach dann diese einfache Möglichkeit nicht. Deswegen lohnt sich wahrscheinlich für mich das Fliegen. Ja, werde ich mir wahrscheinlich gönnen. Kostet, glaube ich, 300 Gold. Oder waren es 500? Ich weiß nicht, wenn es 500 kostet, ja, ist kacke gelaufen. Aber ja, lohnt sich ja trotzdem für mich. So werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal weitermachen. Das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch wie immer gefallen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann im Livestream. Ich mache jetzt hier den Cut. Dann heißt es im Endeffekt, bin ich erstmal raus von der Sonne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.